Ja, hallo, liebe meine lieben Zuschauer. Die Gazprom-Aktie hier hält sich wacker trotz leichter Schwankungen an den Märkten insgesamt, denn es bewegen sich ja so die ein oder anderen Schwergewichte der Tech-Branche ja leicht seitwärts bzw. nach unten. Und das bedeutet dann meistens da, wo wo diese Aktien eben hingehen, da geht auch der Nasdaq hin, oder wo der Nasdaq hingeht, da geht auch der S&P hin, da wo der S&P hingeht, da geht auch der Rest der Welt hin. So ein bisschen über den Daumen gepeilt. Deswegen finde ich halt einfach so Aktien wie die Gazprom-Aktie, die teilweise wirklich au contraire sich verhalten, beziehungsweise auch insgesamt vom Schwankungsvolumen extremst gering sind. Ja? Ich meine natürlich hier diese Corona-Shutdown-Krise, die Ölschock-Krise, wo der Ölpreis mal negativ war hier. Ja, das ist natürlich Ausnahmesituation. Ja, wann war der Ölpreis schon mal negativ in der gesamten Geschichte? Vielleicht einmal oder zweimal. Ja. So gesehen ist es natürlich, ja, sind das Ausnahmesituationen. Insgesamt natürlich sehen wir hier ja einen super stabilen Verlauf meiner heißgeliebten Gazprom-Aktie. Und wir sehen natürlich hier den Moving Average 50. Ja, den tokieren wir jetzt gerade, aber ich gehe immer nach meinem geliebten 200er. Und da sehen wir, da sind wir noch schön oben. Und ich nehme mal an, dass wir uns auch in dieser Range 1 Euro, ja, über den 200er, beziehungsweise maximal selbst beim großen Drawdown unter dem 100er. Das heißt, wir sind jetzt, sagen wir mal, jetzt aktuell bei dem Average bei 4,33 €. Ja, sind wir Moving Average 200. Und dass wir uns zwischen 5,30 € und 3,30 € auch in den nächsten, ja, 12 Monaten, 200 Arbeitstage, bewegen werden. Ja, das ist so meine Einschätzung, meine persönliche, natürlich keine Garantie. Also, würde ich in die Glaskugel, hätte ich eine Glaskugel, könnte ich die Zukunft vorhersagen, dann wäre ich wahrscheinlich der reichste Mann der Welt, was ich natürlich nicht bin. Aber das ist so meine Einschätzung zu dem ganzen Thema Gazprom. Und es gibt ja immer wieder Störfeuer negativer und positiver Art. Die gehen mir so richtig so am Arsch vorbei. Und so gesehen lasse ich mich da auch nicht wirklich beeinflussen und bleibe dem Ganzen treu. Ja, das soll es gewesen sein für meinen regelmäßigen Gazprom-Aktien-Update, wollte ich schon sagen, Update. Und freut mich, wenn es wieder heißt, dein Thomas Klein, schau mal wieder rein. Menschen Millionär, bis dann, tschüss.